Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Chick App. Wir wollen heute weitere Level lösen vom Brain Test 2. Und zwar hier von diesem Gefängnisausbruch, beziehungsweise das Episodenpaket mit dem Gefängnisausbruch. Ich weiß nicht, bei welchem Level du gerade hängst. Es hat nur 20 Level. Ja, ich habe die schon alle durchgespielt. Das heißt, es wird jetzt hier kein Gameplay-Video, sondern ein stringentes Walkthrough. Wenn ich im Hintergrund gerade klicke, dann gucke ich mir nämlich gerade an. Auf Chick App habe ich die Lösungen schon in Textform veröffentlicht. Wenn du also im Level 17 hängst oder 14 oder wo auch immer und jetzt konkret dorthin möchtest, dann klicke dich einfach in den Link in der Beschreibung und finde die Lösungen aller Level von Brain Test 2, von Brain Test, von Brain Out, von Stump Me und von 4 Bilder ein Wort. Was auch immer du möchtest, findest du alles auf unserer Seite. Aber konkret jetzt Brain Test 2. Jetzt fangen wir auch schon an. Ein kurzes Vorwort musste jetzt sein. Ich würde mich natürlich noch mehr auslabern können, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Wir tippen hier auf die Kamera und wischen nach links und tippen nochmal auf die Kamera, sodass wir mit Level 1 fertig sind. Die Level sind alle nicht so besonders anspruchsvoll, was so Kombinatorik angeht oder so, sondern es kommt eigentlich eher auf das geschickte Timing an. Hier muss ich die Mütze nehmen und kriege dann dieses... Also ich nehme die Mütze von dem hinten, kriege dann dieses Tuch und ziehe das Tuch auf den in der Mitte. Also es könnte jetzt passieren, dass es mehrere Levels gibt, bei denen ich die Lösung nicht sofort so hinbekomme. Denn es kommt immer so ein bisschen aufs Timing an bei diesem Levelpaket. Wir haben ja schon andere Levelpakete gesehen, wo es etwas mehr auf Logik, möchte ich mal sagen. Na, Logik, vielleicht ein bisschen übertrieben. Also etwas mehr die Mechanik eines Room Escapes oder so nachempfindet, wo man Objekte kombinieren muss. Und hier kommt es meistens eher so auf, was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe es gesehen, was ich gemacht habe, oder das zu lösen. Es kommt öfters auch darauf an, dass man die Objekte genauso zieht. Ich nehme die grüne Box, gebe sie dem hier, nehme das Baguette und irgendwo liegt ein Meißel hier auf dem Tisch und gebe das Baguette dem gestreiften. Das ist immer der Andy. Level 5, Level 6, hier muss man aufs Plakat tippen, wenn die Wache nicht da ist. Wenn die Wache kommt, muss man aufhören, ganz klassisch, und weitermachen. Wenn das Loch groß genug ist, ich sehe es gerade nicht, weil ich meinen Finger drauf habe, ist er fertig. Level 7 sind wir schon, da kommen wir ja doch relativ fix voran hier. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet. Andy muss irgendwie den Meißel verstecken. Ja, der Meißel muss in die Toilette. Kann man großzügig an den Lichtkegel vorbei manövrieren. Das Level ist mega simpel. Man muss einfach nur den Stein nehmen und ihn dann antippen, dass er gräbt. Das Level kann ich auch nicht ganz. Und dann gräbt man hier weiter. Nimmt den Stein, dass er den Würfelzucker und legt ihn dann dort unten hin. Dann kann er bis zur anderen Seite durchgraben. Sei es drum. Die Tür muss aufgeschlossen werden. Das ist das einzige Level, wo man, glaube ich, man versucht mal die falsche Lösung. Was passiert denn da? Es geht gar nicht. Okay. Wenn ich jetzt die 1 nehme, hält das gar nicht. Also man kann hier nur die 2. Wartet, Level 9. Muss mal gucken, was ich da geschrieben habe. 2, 4, 3, 1. So in der Reihenfolge. Also klassisches Lockpicking-Muster. Macht man ja auch in Realität so, wa? Dass man den Zylinder dann immer um die Stifte so. Jo, Level 10. Andys erster Versuch, man muss ja diesen Wagen öffnen. Dann tut man die Pakete hier raus. Was sind das? Sieht aus wie klassischerweise wahrscheinlich Bettlagen oder Handtücher. Jo. Also muss ich schon zugeben, es geht relativ flott, oder? Level 10. Da war die erste Minute, die ich gerade verschwendet habe mit dem. Hier, nehmen das Fleisch vom Tisch, legen das. Geben das dem, um den Knochen bei dem in die Tasche und nehmen den Schraubenzieher und geben den in der Mitte. Ja. Level 12, Brain Test 2, Prison Escape. Nee, wie heißt's? Gefängnisausbruch wahrscheinlich, ja. Was war denn hier das Problem? Ach ja, das war richtig doof. Sorry, also. Man muss immer die, also das Panel ist hinter der Toilette, auch man darf die Toilette nur bewegen, wenn der Wachmann überhaupt nicht zu sehen ist. Ah, Hilfe. Okay. Weg ist er. Schraubenzieher nehmen. Erste Schraube ab. Toilette zurück.
Wachmann kommt, Wachmann ist weg. Schraubenzieher nehmen, zweite Schraube ab. Wenn man jetzt hier einen Fehler macht, muss man wieder von vorne anfangen. Ich hoffe, das passiert mir jetzt einfach mal nicht. Sieht gut aus, wa? Drei Schrauben von vier. Jetzt muss mir jemand sagen, warum dort hinter der Toilette ein Lüftungsschacht ist. Da wird es ein bisschen unlogisch wieder mal. Aber gut, so sei es. Mir egal. Andy, muss durch die Lüftungsschächte kriechen, ja. Und hier ist mega unlogisch. Stein hierhin, Stein hierhin, Stein hierhin, aber hier unten, der braucht irgendwie keinen Stein. Kann mir jemand sagen, warum nicht? Es ist einfach so. Ich habe das durch mehrere Rumprobiererei aus da herausgefunden, dass es so ist. In Sinn sehe ich da jetzt nicht so direkt drin. Ja. Level 14. Die Tür kann nicht, also hier haben wir dieses Szenario mit dem Elektriker wieder. Da muss man hier auf das Loch hier unten tippen. Da kommt die Maus raus. Der verschwindet, der versinkt irgendwie im Boden wie Mephisto oder so, sah das aus, grafisch. jetzt haben wir den Hinweiszettel und da muss man, ich dachte, man muss hier oben den ersten und den dritten antippen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und in der Mitte unten den. Gut. War so richtig. Level 15. Er muss seine zwei Kumpanen freilassen. Da habe ich ewig gebraucht, ehe ich das kapiert hatte. Also ich mache mal Folgendes. Man kann jetzt dem ersten hier, ach hier oben, sorry nochmal, die Schalter sind über den Toren. Und ich zeige euch mal, wie man es machen kann, wie es falsch ist. Weil ich da ewig probiert hatte, das so hier zu machen. Der eine ist nämlich weg jetzt. Und da passiert immer das habe ich nicht kapiert. Bis ich dann durch Zufall es mitbekommen habe, wenn man die Tür aufmacht, wartet. Ich mache jetzt die Tür auf. Jetzt. Na, jetzt. Und da geht er mit rein. Und jetzt haben wir die eine Wache dort drin. Da steht doch eindeutig da, Andi muss seine zwei Kumpane freilassen, oder? Das ist doch die Aufgabenstellung falsch. Also Unsinn. Jetzt haben wir den hier vorne eingesperrt, jetzt kann man die anderen zwei befreien. Welchen Sinn das jetzt ergibt? Level 15 ist das Asozialste in diesem ganzen Levelpaket gerade. Asozial im Sinne von, dass es unsozial ist, dass es nicht nett ist, wenn eine Aufgabe falsch gestellt ist, oder? Das ist wie wenn der Mathelehrer sagt, addiere 2 plus 2 und eigentlich will er eine Subtraktion sehen. Ne? Also habe ich nicht kapiert. Vielleicht schimpfe ich auch zu Unrecht, weil ich es nicht kapiere, aber irgendwie hat es beobachtet, was ich bei Level 16 gemacht habe. Hoffentlich. War relativ easy. Hier liegt so eine Art Knüppel. Mit dem Knüppelding schlage ich den ersten. Na, wartet. Schlage den ersten und gebe den Knüppel den zweiten, dann tun die sich. Dort so. Möchte wissen, wer diese Comic-Grafik erfunden hat, dass es eine Rauferei darstellt. Man versteht es aber sofort, wa? Ganz faszinierend eigentlich. So, Level 18. Sie müssen durch das Gitter durchgelangen. Hier ist ein Stromkasten, da kann man drauf tippen und jetzt tut der hier, den muss man genau dorthin stellen, dann hält er das Gitter offen. So, Level 19. Hier sind so Bodenplatten, Bodenfliesen, die kann man wegziehen. Die Schaufel aus dem Schrank nehmen. Und sobald man die Bodenplatten wieder halbwegs normal hingelegt hat, kommen schon die Polizisten angelaufen und fallen dort rein, wie bestellt. Da sind wir jetzt schon fast durch, wa? Level 20. Ist schon ein stringentes, ein schönes Levelpaket gewesen. Ich hätte gedacht, dass der Entwickler vielleicht bei anderen Levelpaketen, die schon vorhanden sind, noch ein paar Level hinzufügt. War sich anscheinend entschieden, lieber jedes Mal ein neues Szenario aufzumachen. Was auch okay ist. Der Braintest 2 ist ja insgemein durch die abgeschlossenen Geschichten oder durch überhaupt, dass Geschichten vorhanden sind, etwas verdammt. Ich war schon fast fertig. Ich muss nochmal. Also man muss immer tippen, wenn der Scheinwerfer nicht da ist und die Wache auch nicht. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ach je. Ich habe Geduld. Hier würde ich am liebsten Skip drücken, aber man sieht es vielleicht. Ich habe die Internetverbindung. Es kommt sehr viel Werbung hier. So. Das war der Gefängnisausbruch erfolgreich absolviert. Ich würde mich bedanken, wenn du ein Abo dalässt. Einerseits siehst du dadurch, wenn ich weitere Lösungsvideos für interessante Spiele, die musst du ja gar nicht dann angucken, die Lösungsvideos, sondern du siehst dann nur, dass es überhaupt ein Spiel gibt, was man lösen kann, so wie die Braintest 2.
Ich habe jetzt auf manche Spiele verzichtet, die Lösungen zu machen, weil es doch zu arg einfach war. Also ich sage mal Braindim als Hinweis. Falls es jemand spielen mag, ich lasse es euch den Spaß. Aber so, jetzt gibt es ja noch ein zweites, was ich gleich löse. Das wird in der Playlist jetzt als nächstes kommen. Fitness mit Chiara. Soweit? Ich hoffe, du hast alle Lösungen verstanden. Wenn es was zu meckern gibt, schreib einfach einen Kommentar.